Das ist wirklich faszinierend. Es gab ja schon länger Vermutungen, dass Leben hier auf der Erde schon kurz nach ihrer Entstehung entstanden ist. Schon öfter wurden Mikrofossilien, also versteinerte Mikroben, gefunden. Doch diese Funde waren nicht eindeutig. Es gab Zweifel daran, ob es wirklich Fossilien oder irgendetwas anderes war. Der Beweis, dass es wirklich Fossilien sind, wäre spektakulär. Solche Funde wären ein weiterer Hinweis darauf, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis wir außerirdisches Leben finden. Dann würde Leben nämlich nahezu überall, auch unter Extrembedingungen, entstehen. Und jetzt ist es tatsächlich passiert. Gänsehaut. Ein Forschungsteam hat die wohl wirklich ältesten Nachweise für Leben auf unserem Heimatplaneten eindeutig als solche bestätigt. Um welche Lebensformen es sich bei den Fossilien handelt, was das für zukünftige Marsmissionen bedeutet und ob diese Entdeckung tatsächlich endlich die Antwort auf die große Frage ist, wann der große Prozess des Lebens seinen Anfang nahm, jetzt in Klicks um Science Fiction herzlich willkommen. Ach ja, und nachdem ich das letzte Video online gestellt habe, ist etwas wirklich Irres passiert. Mehr dazu am Ende. Erst vor kurzem haben wir von einem Sensationsfund berichtet. Damals ging es um Spuren aus altem Gestein in Kanada, die wohl auch von lebenden Organismen stammen könnten. Die vielleicht ältesten Fossilien auf der Erde. Ihr Alter 3,77 bis zu 4,29 Milliarden Jahre. Im Vergleich dazu, unsere Erde entstand vor rund 4,5 Milliarden Jahren, also nur kurze Zeit davor. Die Erkenntnis, kurz nach der Entstehung der Erde entstand wohl auch Leben auf ihr. Doch einen kleinen Haken an dieser Story, den gibt's doch. Denn der endgültige Nachweis, dass es sich hierbei eindeutig um erste Lebensspuren handelt, der konnte bislang noch nicht zu 100%iger Sicherheit bestätigt werden. Doch der direkte Nachweis von Leben ist jetzt einem Forschungsteam aus Los Angeles bei ähnlich alten Fossilienfunden gelungen. Konkret geht es hier um Gestein, das bereits 1993 im Westen Australiens entdeckt wurde. Bei den feinen Verästelungen und Linienmustern, wohl rund 3,5 Milliarden alt, soll es sich also tatsächlich um organisches Material handeln, das im Gestein eingeschlossen wurde. Anders als ihr Entdecker William Schopf bezweifelten andere Forscherinnen und Forscher weltweit seine Interpretation, dass es sich dabei um die ältesten Spuren des Lebens auf der Erde handelt. Doch genau das will Schopf zusammen mit seinem Team jetzt bewiesen haben. Bei den Untersuchungen hat das US-Forschungsteam erstmals die isotopische Zusammensetzung der Proben analysiert, und zwar mit einem Sekundär-Ionen-Massenspektrometer. Bei der Analyse von organischem Material ist vor allem das typische Verhältnis der Kohlenstoffisotope 12 und 13 entscheidend. Und das Ergebnis ist sensationell, denn es spiegelt genau diejenigen Isotopenzusammensetzungen wider, die man bei mikrobiellen Lebensformen erwarten würde. Dazu William Schopf. Das C12 zu C13 Verhältnis ist charakteristisch für die Biologie unterschiedlicher Organismen. Und jetzt haltet euch fest, das Forschungsteam weiß sogar, um welche konkreten Lebensformen es sich bei diesen Fossilien gehandelt haben muss. Und zwar um primitive, aber vielfältige Gruppen von Lebewesen. Und es wird ziemlich genau, beispielsweise Bakterien, die die Sonne zur Energiegewinnung genutzt haben, Gamma-Proteobakterien, die Methan konsumieren, sowie sogenannte Archaeen. Das sind quasi Urbakterien, die das Gas Methan produzieren. Ihr wisst vielleicht, dass genau dieses Gas die Atmosphäre von damals ausgemacht hat. Neben bereits ausgestorbenen Organismen konnte das Forschungsteam um William Schopf tatsächlich auch Lebensformen identifizieren, die Mikroben von heute extrem ähnlich sind. Für den US-Wissenschaftler ist damit endlich der riesige Streit um irdische Lebensspuren geklärt. Das Ergebnis seiner Untersuchung, nämlich dass bereits vor 3,5 Milliarden Jahren unterschiedliche Gruppen von Mikroorganismen auf der Erde lebten, lässt Schopf zufolge nur ein Fazit zu: Das Leben muss schon einige Zeit davor seinen Anfang genommen haben. Das Ergebnis ist bedeutend, denn es zeigt nicht nur, wie lange es bereits Leben auf unserem Heimatplaneten gibt, sondern auch, wie schnell es sich unter extremen Bedingungen entwickelt hat. Wir haben ja hier schon öfter darüber berichtet, aber auch diese Untersuchung macht mal wieder deutlich, dass selbst unter den krassesten Extrembedingungen, egal ob trocken, kalt oder heiß, Leben entsteht und sich zudem auch noch weiterentwickelt. Und ihr könnt es euch denken, nur eine Schlussfolgerung daraus macht Sinn: Nahezu auf allen Exoplaneten mit Wasser in der habitablen Zone ist die Wahrscheinlichkeit jetzt extrem groß, Leben zu entdecken. Wow! Genauso wie auf dem Mars. Denn ich bin der Überzeugung, die Unterschiede vom roten Planeten zu den Lebensbedingungen an manchen Orten der Erde, wie etwa der Atacama-Wüste, sind absolut minimal.
Wie unfassbar großartig wäre es also, wenn wir irgendwann die Entdeckung machen würden, dass das ganze Universum nur so voll ist mit Leben. Gänsehaut pur. Wenn ihr als erstes Neues zu diesem Thema, zum Thema Außerirdische erfahren wollt, dann meldet euch bei WhatsApp an. Hier ist der Link, dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt direkt Themenvorschläge machen oder andere Ideen vorschlagen. Der direkte Draht zu mir, einfach hier draufklicken. Gestern haben es schon, Achtung festhalten, 1000 gemacht und ich habe wirklich jede Nachricht beantwortet. Ja, und hier geht es weiter mit, dafür draufklicken. Fossilien geben Hinweise auf außerirdisches Leben. Ja, da war es alles noch nicht so klar. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.